Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der AfD-Antrag fordert in Ziffer 1 im Ergebnis unbefristete und flächendeckende Grenzkontrollen und in Ziffer 2 die Zurückweisung sämtlicher Asylbewerber an der deutschen Grenze. Weil dieses Thema ein hochsensibles Thema ist und weil viele von uns auch in ihren Wahlkreisen Kontakt zu Flüchtlingen und zu Helfern haben, möchte ich diese Stunde auch nutzen, um den vielen Ehrenamtlichen, die uns in der Krise unterstützt haben und noch unterstützen, Danke sagen und auch anerkennen, dass es viele Schutzsuchende gibt, die hier in Deutschland ehrlich um Arbeit und Integration bemüht sind. Während Sie, Herr Gauland, im Spiegel im Jahr 2015 zitiert haben, dass Sie diese Krise als ein Geschenk für Sie nennen, sie war sehr hilfreich. Es ist nicht unsere Politik, auf dem Rücken von Schutzsuchenden auszutragen, aber das ist ganz offensichtlich Ihre Politik. Und Ihr Antrag, zu dem Sie eigentlich gar nichts Genaues, Konkretes gesagt haben, der löst mithin kein einziges Problem. Ihre Forderung nach einer faktischen Binnengrenzschließung ist vollkommen neben der Sache liegend. Es ist klar und unbestritten, dass Grenzkontrollen nach wie vor notwendig sind. Die Bundespolizei kontrolliert mit Unterstützung der bayerischen Polizei seit 2015 die deutsch-österreichische Grenze. Mit der Schweiz haben wir eine enge Polizeikooperation vereinbart. Und erst jetzt im Oktober hat der Bundesinnenminister die Kontrollen verlängert und auf Fluggäste aus Griechenland ausgeweitet. Und CDU und CSU wollen diese Grenzkontrollen auch so lange aufrechterhalten, bis der Schutz der EU-Außengrenzen gewährleistet ist. In Bayern funktioniert im Übrigen auch die Schleierfahndung, die als ergänzendes Mittel, Armin Schuster hat es angesprochen, immer noch mit heranzuziehen ist. Ihr Antrag dagegen spricht von einem vollständigen und umfassenden Grenzschutz, der, Zitat, durch geeignete Maßnahmen zu ermöglichen ist, gegebenenfalls durch den Aufbau an Bereitschaftspolizei, ohne dass Sie darauf näher eingehen, um wie viele Stellen es sich dabei handeln soll. Wir haben bereits 7.500 neue Stellen beschlossen. Und Ihr Antrag verliert natürlich wohlwissentlich kein einziges Wort darüber, welche weiteren geeigneten Maßnahmen Sie zur vollständigen Grenzschließung denn eigentlich meinen. Aber das werden Sie uns ja vielleicht im weiteren parlamentarischen Verfahren dann auch mal ehrlich erklären, weil es haben Sie auch heute in Ihrer Rede nicht dargelegt. Wir wissen gleichzeitig, dass unser Wohlstand in Deutschland auch als Exportnation von der Grenzfreiheit im Schengen-Raum abhängt. Und deshalb ignoriert Ihr Antrag vollständig ein angemessenes Verhältnis zwischen offenen Grenzen und Grenzkontrollen, was hier nötig und erforderlich ist. Das Gleiche gilt für geltendes Europarecht. Das setzen Sie auch mal eben außer Kraft. Unbefristete Grenzkontrollen sind europarechtlich unzulässig. Und die jetzigen Kontrollen sind europarechtlich konform ausgestaltet. Und ich erwarte von uns auch, dass wir uns an Europarecht halten. Und wir werden auch keine anderen Entscheidungen treffen. Frau Lindholz, darf ich Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung? Sie können gerne am Ende eine Intervention machen, auf die ich gerne antworte, aber ich werde jetzt Sie erst wissen die ja noch gar nicht von wem, aber gut. Das betrifft jeden. Gut. Genau. Und jetzt zur generellen Zurückweisung an der Grenze im Fall des unberechtigten Grenzübertrittes. Sie legen dar und berufen sich auf zwei Gutachten, von denen ich mir die Frage stellen muss, ob Sie sich die überhaupt durchgelesen haben, dass jeder an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden kann, der sich auf das Asylrecht beruft. Das ist schlicht und ergreifend falsch und wird auch genau durch diese Gutachten nicht bestätigt. Ja, Zurückweisungen an der Grenze sind möglich und Zurückweisungen an der Grenze werden auch vorgenommen. Aber nein, wenn jemand an der Grenze steht und Asyl ruft, kann ich eben nicht sagen, du hast hier definitiv unter keinem Gesichtspunkt ein Eintrittsrecht. Das gilt, Ausnahmen gelten für Minderjährige. Ausnahmen gelten für Familienangehörige. Ausnahmen gelten für besondere Härtefälle. Und, auf was die Gutachten auch eingehen und wozu sie ebenfalls nichts aussagen, ist die Frage, sind wir innerhalb der Mitgliedstaaten berechtigt zu sagen, nein, du kommst über die Grenze von Österreich und deswegen musst du definitiv nach Österreich zurückgehen. Genau das ist im Verhältnis der Mitgliedstaaten untereinander so nicht geregelt, sondern hier greift Europarecht. Das geht an dieser Stelle auch unserem Recht vor. Und insofern haben wir hier die Asylverfahren oder das überhaupt generell zu prüfen, wo das Asylverfahren durchzuführen ist. Und um diese Prüfung vorzunehmen, brauchen wir Mechanismen und die
müssen anders aussehen. Wir brauchen Aufnahmezentren, so wie wir die ganze Zeit schon fordern, wo wir jedes Verfahren prüfen, wo wir genau hinschauen, hat jemand einen Asylanspruch, ist Deutschland verpflichtet, das Verfahren zu überprüfen oder ein anderes Land. Wie schaut es mit den Dokumenten aus? Sind die in Ordnung, sind die nicht in Ordnung? Weil wir natürlich wissen müssen, wer hier reinkommt und wer bei uns ist und wer hier vielleicht auch unser Land wieder verlassen muss. Und deswegen brauchen wir auch einen vernünftigen Außengrenzenschutz, weil die Lösung liegt zunächst einmal im Außengrenzenschutz. Aber das, was Sie mit Ihrer lapidaren Aussage in dem Antrag suggerieren, dass wir an der deutschen Grenze einfach sagen können, hier kommt keiner rein, das ist schlicht und ergreifend genauso falsch wie der Satz, unser Asylrecht kennt keine Grenzen. Und nach Ihren vollmundigen Ankündigungen, auch im Wahlkampf, muss ich ehrlich sagen, Ihr Antrag erfüllt diese vollmündigen Ankündigungen in keinster Weise. Es ist kein lösungsorientierter Antrag. Er setzt sich mit den rechtlichen Problemen überhaupt nicht auseinander und mit der Frage der Humanität auch nicht. Aber Sie können uns natürlich sagen, wir hätten gerne geschlossene Grenzen, wir ziehen zur Not Mauern und Zäune. Sagen Sie es so ehrlich. Sie können natürlich sagen, wir lassen hier niemanden rein und wir empfinden auch in Deutschland keine humanitäre Verpflichtung, irgendeinem Asylantrag nachzukommen. Das können Sie alles sagen, aber dann tun Sie es bitte. Schenken Sie den Menschen endlich reinen Wein ein und stellen Sie nicht solche Copy-Paste aus Gutachten, wirklich nur auszugsweise herausgezogenen Anträge hier, die mit der komplexen Angelegenheit Asyl und Anspruch auf Asyl nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Dankeschön. Vielen Dank, Andrea Lindholz. Das Wort zu einer Kurzintervention hat der Kollege Roth.